Hi, Stick. Hi, Grüß oh dich. super, du wusstest direkt, wer dran ist. Das ist ja geil. Ja, Arthur, klar, ich richtig? hab. Ja, genau, Arthur. Ich verfolge Cool. sogar deinen Stream. Ah, super. Ja, deswegen warst du Ja, vorbereitet. Finde ich gut, finde ich ja. Ja, gut. natürlich. Perfekt. Gib mir und unseren Zuhörern und Zuschauern doch mal einen kurzen Überblick, was gerade bei dir geht. Wie alt bist du erstmal vorab? Genau. Also, ich bin Arthur, genau, bin 22 Jahre alt, glücksspielsüchtig. Und komme auch aus der näheren Umgebung von Hannover. Okay. Deswegen vielleicht schon mal die erste Verbindung, fand ich damals immer cool. Also erstmal nochmal Props auf jeden Fall an dich für Schorisch und Papier. Dankeschön. War echt super. Hat mich auch begleitet. Und genau, 22 Jahre alt, bin jetzt seit 4 Monaten clean. Wieder clean. Genau. Und mein Problem ist halt Glücksspielsucht. Wie sieht das aus? Besetzt du Geldautomaten, Kabinen? Genau, ja, hauptsächlich Geldspielautomaten, also ne, Spielhallen oder auch Spielcasinos. In den letzten 2 Jahren hat sich das, oder 1,5 Jahren hat sich das aber auch sehr stark auf Online-Glücksspiel verlagert. Ne. Okay. Weil da auch bis vor kurzem einfach noch höhere Einsätze möglich waren, du musst halt nicht warten. Live-Casino, also sprich Ist immer Blackjack, da, ist immer Roulette. und jederzeit sofort verfügbar, ne? Und ist halt immer da, ne? Auf dem Handy, du loggst dich ein und Los zack. geht's. Online-Banking und kannst du Ja. aufladen und bist direkt am Start, ja. Was kann ich mir da vorstellen? Was verzockst du so am Tag dann, wenn du richtig im Wahn kommst? Ja, du kannst dir das ungefähr vorstellen. Du weißt ja ungefähr, wenn du arbeiten gehst und ein Einkommen hast, ungefähr immer, wann das Geld kommt. Und bei mir war es dann teilweise halt schon so, dass ich schon immer sehr, ungefähr auch die Uhrzeit sogar wusste. Und dann, Okay. auch wenn das irgendwie morgens um 6 Uhr schon drauf war oder so, und ich habe auch tatsächlich lange gemacht, ich habe mir nicht mehr meinen Wecker gestellt, sondern mein Körper ist dann, weißt du, Ja, direkt klar. so, ey, fast punktgenau mit Geldeingang bin ich wach geworden und dann hat man teilweise schon im Bett noch gar nicht aufgestanden, hat auch schon losgelegt, ne? Voll verinnerlicht Also. das ganze Ding. Wie lange geht das Bitte? jetzt so? Voll verinnerlicht, also deine innere Ruhe ist Ja. schon da, voll, also alles ist in dir darauf eingestellt, auf das Zocken. Total, das war schon richtig crazy. Also fand ich schon abgefuckt, aber ja. Seit wann So ist geht das. das so, wenn ich fragen darf? Angefangen, also das erste Mal im Casino war ich mit, boah, 17. Da hat mich auch mein Bruder mitgenommen. Das erste Mal in die Merkur-Spielothek. Also bestimmt nicht mit der Absicht, dass du nie wieder rauskommst, so, aber ja, Nee, einfach nur so mal eben in die Spielhalle. Ich kenne das ja auch. In der Spielhalle war auch Treffpunkt und so rumhängen in der Spielhalle ganz normal. So. ja, genau, und war vorerst gar nicht so der Punkt mit Umhängen oder so, sondern ich kannte das, man kannte es halt vorher schon irgendwie, aber nicht wirklich, was da abgeht, hab's noch nie gecheckt, kein Interesse gehabt. Da hatte mein Bruder eines Tages mal ein bisschen mehr Glück und dann, der Langeweile hat gesagt, komm, ich nehme dich mit, so. Ich hätte natürlich auch nichts Böses dabei gedacht, ist klar. Und dann sind wir da rein und ja, gut, hat auch keinen interessiert, ob ich 18 bin oder nicht, dann habe ich mich einfach länger hingesetzt und dann ging das los, das erste Mal zocken und dann kam auch schnell die Faszination dafür halt irgendwie auf, ne? Ja. Auch wenn man erstmal gar nicht checkt, was man da überhaupt macht. Aber ja. Ja, es passiert einfach. Ich kenne das ja auch mit dem Zocken. Das kenne ich ziemlich gut auch. Also das letzte Jahr, bevor ich das erste Mal in Haft gekommen bin, habe ich auch alles in die Automaten gekloppt, was nicht für Heroin draufgegangen ist, habe ich in die Automaten gekloppt. Ich Ach, krass, hab ja. da so eine Geschichte, wo ich habe 1200 Mark gehabt und ich muss nur Ja. die Straße runter und bin direkt am Steintor vor der großen Merkur-Spielothek, vor Das der ist auch sehr riesigen, gut, ne? ne? Ja, die kenne ich auch, So, vom Goetheplatz, du weißt, das ist echt nur ja. 5 Fußminuten, ne? So, Ja. und ich gehe morgens los, so ist 21:30 oder so, als ich losgegangen bin oder 21:45. Also so bin pünktlich mit dem Öffnen der Spielhalle um 10 da am Steintor angekommen, habe aber vorsorglich nur 400 Mark mitgenommen und habe gesagt, Ja. okay, wenn du spielen gehst, weil ich habe auch immer Dealer dort getroffen, ne? Ich wollte eigentlich Stoff kaufen und habe gedacht, okay, dann ja, zockst du ein bisschen, bis einer kommt, so. Und ja, habe Gott sei Dank nur 400 Mark dabei gehabt. Erstmal habe ich gedacht, Gott sei Dank, ne? Habe die dann angefangen, weil keiner da war, in die Automaten zu kloppen. Zuerst nur einen, dann habe ich zwei Automaten besetzt, dann habe ich die ganze Kabine, also 4 Stück besetzt, 4 Automaten, überall die Fünfer reingekloppt. Als der Dealer kam, hatte ich gar keine Kohle mehr. So 2 Stunden später, was? 400 Mark weg. Okay, ich komme gleich wieder. Komm wieder, der Typ schon wieder nicht da. Egal, ich schon wieder angefangen, Automaten zu füttern. Wieder die nächsten 400 Mark weg und abends bin ich um 20 Uhr aus dieser Spielhalle raus
Und du weißt ja, vorne ist ja direkt dieser Imbiss, dieser Pizza, Ja, wo stimmt. du die gefüllten Pizzen kaufen kannst, ne? Ja, das kleine Häuschen, ne? Hatte noch nicht mal mehr die 3 Mark, um mir eine Pizza zu kaufen. Ja. 1200 Mark voll in Automaten gekloppt und gerade so noch irgendwie von den 1200 Mark so ein Päckchen Schoro gekauft. Sonst wäre ich nämlich auch noch affig da rausgegangen. Nicht nur hungrig, sondern auch noch affig. Ja, Richtig voll ekelhaft. Der das ist Spielzwang kein, ganz, ganz ja. schlimm. Oder dann nicht mehr, dann gehst du kippen, so, ne? Und dann schießt du auch da wieder und dann, keine Ahnung. Wie hast du Ja. es jetzt gemacht? Du sagst, du bist seit 4 Monaten clean. Was passiert? Und wieder clean? Das bedeutet, Genau. hast schon mal aufgehört, wieder angefangen, wieder aufgehört. Und ja, erzähl Genau, mal ich war mal. davon ein bisschen so. Ja, also ich war mal eine Zeit lang clean. Das war Dezember 2019 bis Februar 2020 war ich stationär auf Therapie. Okay. Wo warst du, wenn ich fragen darf, dafür? Darf ich die Klinik hier nennen oder ist das? Das ist eine Klinik, das ist kann man sich doch bei Bad Hersfeld war das, das ist in Hessen. Bad Hersfeld in Hessen. Genau, ja. Sind die explizit für Spielsucht oder werden da auch andere Süchte Nee, genau, das behandelt? war auch eine Klinik für Medikamentensüchtige, Alkoholsüchtige, auch Okay. Polytox. Okay. Manche hatten auch ein Drogenproblem, also auch Kokain oder ähnliches. Ja. Ja, war auf jeden Fall somit die beste Entscheidung meines Lebens, kann ich im Nachhinein sagen. Ja, das ist mal eine Also gute das Aussage. Viele ja, und das. Süchtige schimpfen dann ja auf die Kliniken, wo sie waren und so. Ich kann auch nur Ja. Gutes von der letzten berichten. Ja, das stimmt, ne? Man beschwert sich halt oft so Kleinigkeiten, ne? Die Umstände, weiß ich nicht, Doppelbettzimmer, weiß nicht, das Essen schmeckt nicht oder so, ne? Aber im Ja, klar. Nachhinein so, also vor allen Dingen, ich gemerkt, das setzt irgendwie erst später ein, so. Was Ja. du darauf Ja, ziehen kannst, klar, ne? manche Dinge brauchen ein bisschen, bis die ankommen. So, man hat die Worte zwar verstanden, aber bis das wirklich inhaltlich dann auch bei einem ankommt, bei mir hat das ewig gedauert auch. So, du musst herausfinden, wer du bist und all sowas. Ne? Denke ich mir, okay, wie soll das denn gehen? So, weißt du? Aber das geht, man muss einfach nur konstant hingucken, also sich selbst angucken, reflektieren. Und dann halt auch ehrlich mit sich umgehen und sagen, okay, da handle ich immer, immer falsch. Immer, wenn das passiert, mache ich das. Und dann passiert das und dann mache ich das. Das konnte ich halt nach dem Erzählen meiner Geschichte sehr deutlich bei mir selbst sehen. So, ne? Das Ja, Spielen und gehörte kann sehen. dann nicht mehr dazu. Das hat einfach aufgehört. Aber ja, andere Süchte waren dann auch nochmal da, ganz extrem. Ja, das auf jeden Fall. Ja, man muss halt selber gucken, wo seine persönlichen Triggerpunkte sind. Ne? Habe ich Ja. selber festgestellt und selber Strategien. Hört sich mal dumm an, so weiß nicht, aber man muss sich halt wirklich selber Was hat dich Strategien denn überlegen. spielen lassen? Weißt du das heute? Was lässt dich denn spielen? Was triggert dich dann? Was Ja, löst den Reiz aus? das ist immer eine gute Frage, so, ne? Bin ich ehrlich, überlege ich heute noch, woran das liegen kann. Also man muss auch vielleicht dazu sagen, davor habe ich halt gut viel gekifft, also gut viel war, ja, schon süchtig, wie man halt süchtig werden kann von Cannabis, war ich halt schon süchtig, habe auch mit 14 bis 16, 17 halt irgendwann halt täglich in der Schule überall immer gekifft, war eigentlich immer high, so mehr oder weniger. War halt vor dem Glücksspiel so, dann hatte ich irgendwann mal eine schlechte Erfahrung, also Bad-Trip halt, und nach diesem einen Bad-Trip hatte ich bei jedem Cannabiskonsum nur noch Bad-Trips. Okay. Und die Option fiel dann halt für mich flach, so, ne, und ja, war ich im Nachhinein eigentlich auch froh drüber, so, weil, ja, aber es hat sich dann halt schnell in die Glücksspielsucht wieder verlagert, ne. Also Suchtverlagerung ist, denke ich, auch so ein Punkt halt, ne, und man muss halt immer aufpassen, ne, ich denke Heißt das beim mal. Glücksspiel, wenn man abstinent ist, auch clean sein? Das heißt Tatsächlich? trocken sein, tatsächlich, ja. Das heißt trocken sein, ja. Trocken sein auch. Also wie der Ja, Alkoholiker wird man, okay. genau, du bist trockener Spieler oder nasser Spieler halt, ne? Wenn du gerade noch aktiv dabei warst, oder? Okay. Naja. Okay, das wusste ich jetzt nämlich nicht, deswegen habe ich auch mal nachgefragt jetzt. Ja. Okay. So ist das bei mir. Aber wie gesagt, ich weiß, ich bin auch noch nicht lange clean, halt 4 Monate ist schon eine Zeit für mich, aber insgesamt denke ich noch im Verhältnis zu 4 Jahre fast zocken. Ja. Noch keine lange Zeit, ne? Und ich glaube, ich muss halt auch nur Abstand gewinnen und das für mich halt weiterhin angehen und auch für mich selber analysieren und gucken. Also Immer ich wieder aufs habe Neue, mal. jeden Tag gucken, wie es mir geht und dass ich Struktur halten kann und so Genau. auch.
Das ist wichtig. Freizeit, ne? Das ist ganz wichtig, ja. Und aushalten vor allem, auch einfach mal aushalten, das ist auch wichtig. Die beschissenen Gefühle sind ja trotzdem da und das ist das, was man dann halt aushalten muss, ohne dem Druck dann jetzt in Richtung Spielen oder Drogen oder wie auch immer nachzugeben. So. Ich habe mal einen sehr intelligenten Therapeuten sagen hören, den Josef aus dem Nettetal, den Chef dort, ja. du musst so lange am Stück sauber sein, wie du am Stück drauf warst, so, um sagen zu können, dass du es geschafft hast. Und dann ist es auch noch kein hundertprozentiges Ding. Das würde bei mir heißen, ich muss erstmal 28 Jahre clean sein, um sagen zu können, ich habe es vielleicht jetzt geschafft. So. Also Ja, auf ich jeden. habe noch 20 Jahre vor mir, die ich jetzt beweisen muss, dass ich wirklich clean bin. Oder mir selbst auf jeden Fall beweisen muss. Aber ja, das fühlt sich immer so kurz an. Also 4 Monate auf 4 Jahre, natürlich ist das. Aber das ist schon ein guter erster Schritt, weil die ersten Mo 3 Monate, 6 Monate, sage ich mal, sind ja auch so die schlimmsten. Und dann wird es im Normalfall ja auch schon wieder besser. Also bei mir war ja auch noch eine schwere Depression da und so, die dann erst beim Clean-Sein wieder zum Vorschein gekommen ist und so weiter und so fort. Also manchmal braucht es Jahre der Aufarbeitung. Guck mal, ich bin jetzt fast 9 Jahre clean. Ja, Im Spätsommer bin ich 9 Jahre clean, abgesehen von Cannabis und ich trinke auch ab und zu Bier. Bin ich trotzdem, für mich bin ich clean. Und ist es trotzdem immer noch ein anhaltender, ein dauerhafter Prozess der Selbstreflexion, des Beobachtens. Das geht bei mir jetzt gar nicht mehr darum, dass ich nicht mehr rückfällig werde. Da bin ich jetzt so seit 3 Jahren halbwegs raus. Ich habe so gut wie, also selbst wenn ich über Stoff rede oder nachdenke, habe ich kein Rückfallgefühl. Ich habe keine Emotionen mehr dazu. Ich bin froh, dass ich das los bin, meinen Umgang damit gefunden habe. Trotzdem ist die konstante Weiterentwicklung jetzt darüber hinaus, also das Lernen, clean zu bleiben, so war die erste Herausforderung, die ersten 4 Jahre. Und jetzt seitdem ist es halt, lernen, glücklich zu werden. Also, dass ich versuche jetzt in den letzten Jahren mein Leben so zu gestalten, dass es mir gut tut. Menschen um mich herum zu haben, die mir gut tun, die Arbeit zu machen, die ich gut finde. Dinge, also so Kleinigkeiten wie auch einfach auch nur spazieren gehen. Man, ich kaufe Blumen jede Woche und stell die meiner Frau hin und freue mich darüber. So, Ja. ich habe mir eben fast den Blumenkasten abgerissen, weil ich die eigentlich hier reinhängen wollte in die Dekoration. Aber ja, es gibt so Sachen, über die ich mich freue. Ich lache halt auch sehr gerne. Ich habe mich heute den ganzen Tag über die Sonne gefreut, auch wenn ich irgendwie keine Zeit hatte, um rauszugehen. So, also ich kann mich endlich wieder freuen. Ich habe 25, 28 Jahre gesagt, ohne Drogen Spaß haben geht gar nicht. Und die ersten 4 Jahre clean sein, war das auch ganz genau so. Jeder Tag war eine Anstrengung und ich wäre am liebsten rückfällig geworden und alles war Kacke und Kotze. Normal, Alter, wenn du aus so einem Nebel kommst, aus deiner Sucht, auch 4 Jahre ist ein lang anhaltender, dichter Nebel. Wenn du da erstmal rauskommst, ist alles Kacke erstmal. Und das ist ja halt auch so. Und das ist dann der Punkt, wo erstmal aushalten angesagt ist. Ja, es fühlt sich jetzt noch beschissen an, aber hab Definitiv, ja. Geduld und es wird besser. Arbeite einfach daran und ich kann das jetzt mittlerweile bestätigen. Ja, man kann daran arbeiten und es wird immer besser, je länger und intensiver man daran arbeitet. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wie gesagt, also was ich noch krass fand, so im Nachhinein dachte ich mir immer so, also in der stationären Therapie war, wollte ich natürlich aufhören, hatte allerlei Gründe dafür, wollte stark bleiben, aber ich habe das nicht mehr in den Kopf reinbekommen oder ja, mein Herz und meine Seele, das hat sich dann, aber ist so, dass jetzt war. Zocken. So weiß ich meine, jetzt irgendwie nie wieder. So Ja. dieser Punkt nie wieder, dieses Ewigkeitsding, so das war Ging dir so. schwer ab, oder geht dir Das schwer ab? ging mir schwer ab, ja. So, und dann auch diese Punkte zu checken, ab hier sowieso. Das wird am Leben lang. Ich muss jetzt immer aufpassen, auch mit Suchtverlagerung, vielleicht mit anderen Substanzen, Genau. die ich halt auch ab und zu gerne mal konsumiere, also aber wenig halt. Ja. Das ist Ja, halt so der jetzt Punkt. hast du aber, da du keine Zeit mehr hast zum Spielen oder Zeit hast, die du beim Spielen vergeudest und dein Geld vergeudest, hast du halt wieder Zeit für andere Sachen. Jetzt musst du gucken, dass du dir einen positiven Ersatz suchst für das Zocken.
Und wenn es Zocken ist an der Konsole, die keine, also weißt du, keine Kohle kostet, dann musst du halt aufpassen, dass du nicht 20 Stunden am Tag an dem Ding hängst. So, sondern dir irgendwie sagst, okay, komm, 2 Stunden am Tag, ja, ist vielleicht schon eine Stunde zu viel, aber drauf geschissen. Auch wenn es dann mal 3 Stunden wären, aber halt, dass du einen gesunden Umgang mit dem Drang auch zu zocken irgendwie findest. Das geht auch, es geht definitiv. Also ich hätte das vor ein paar Jahren nicht geglaubt, aber heute weiß ich es aus eigener Erfahrung. Man kann einen Umgang mit seiner Sucht finden und sich damit arrangieren und damit auch leben. Wie gesagt, ich bin polytoxisch, hart drogenabhängig und voll süchtig wie nichts Gutes. Ich kriege mein Leben jetzt auf die Reihe, obwohl ich für den Otto-Normalverbraucher irgendwie gefühlt vielleicht immer noch voll der Junkie bin, weil ich 2 Gramm Gras am Tag rauche, weißt du? So. Ja, das ist immer Ansichtssache, ne? Keine Aber Ahnung. das ist ja, Immer, und ja. das ist mein Leben. Ich komme damit darauf zurecht. Das schadet mir nicht, das schadet keinem anderen. Ich habe meinen Umgang damit gefunden. Ich schade Ja. heute niemandem mehr und vor allem auch mir selber nicht. Ganz im Gegenteil, ich komme damit sehr gut zurecht. Und das ist meine Lösung, mein Zwischenschritt vor dem ganz nüchtern sein tatsächlich. So, weil Ja. das Cannabis mir noch einen kleinen Filter gibt, der meine Emotionen so abfedert und nicht Ja. ganz so stark ist. Ich will jetzt hier keine Werbung für Kiffen machen, aber bei mir ist, für mich ist das halt ganz genau so. Okay. Ja, das darauf wollte ich auch noch hinaus. Das ist immer die Frage der Motivation für einen Konsum, ne? Ist ja Ja, egal was. genau. Und ist das jetzt noch gesund für mich? Will ich das? Ist es Genau. wirklich so gut für mich? Also da muss man halt auch ehrlich sein und auch ehrlich zu seinem Umfeld einfach, ne? Also ich habe ganz einfache Fragen, die ich mir heute stelle. Will ich das haben, ja oder nein? Weißt du, erstmal diese Ja. Frage. Und ist die Antwort auf die Frage, will ich es haben, ja? Dann ist die nächste Frage, die ich mir stelle, tut mir das gut, ja oder nein? Und wenn die Antwort nein ist, also man muss sich ehrlich antworten. Also bei dem Ding, da gibt es Heroin. Will ich es haben? Ja oder nein? Ja, okay, ich will es haben. Dann ist die nächste Frage, tut es mir gut? Und dann muss ich bei Heroin leider sagen, nein, das tut mir nicht gut. Also kommt es nicht in mein Leben. So, also es ist ganz einfaches Ausschlussverfahren. Tut es mir gut? Ja oder nein? Wenn es mir nicht gut tut, lasse ich es nicht in mein Leben am besten. Und trotzdem Ja. passiert es ja. Auch mit Menschen zum Beispiel, die dir dann nicht wohlgesonnen sind oder so. Sowas kann alles passieren. Auch Süchte, Stoffe schleichen sich ganz heimlich so von der Seite irgendwie ein. Sowas kann passieren. Man muss dann halt einfach mit einem gesunden Menschenverstand durch sein Leben gehen, die Dinge genau beurteilen, sich selbst am besten gut kennen und dann ja, seinen Umgang damit Und finden am besten. transparent sein, finde ich so. Das habe ich ja auch gut Das gelernt. hilft ganz Transparenz. extrem, ja. Das Familie, auch. Freunde, immer ehrlich, einfach auf dem Tisch. Also, Genau, das hilft das ganz ist das, was extrem. hilft. Warum Beim, muss man rumeiern so, ne? ja, Also, weil keine Ahnung. wenn du da überall eine Story erzählst, dass es dir eigentlich gut geht, obwohl du voll unter Suchtdruck leidest und gerade gar nicht zurechtkommst und gefragt Jeder wirst, wie merkt es geht's dir an, dir? so. Ja, wenn sie es dir anmerken, noch super, aber viele können das auch super verstecken. Ich kann sowas Ja. auch extrem gut verstecken. Mein ganzes Leben lang war sowieso ein Versteckspieler und eine große Lüge so. Und irgendwann, da kriegst du Routine drin und weißt, irgendwann glaubst du es fast selber so, ne? Ja, transparent sein, darüber reden, die Dinge aufmachen, hat bei mir positiven Druck erzeugt. Also so, ich habe mich beobachtet gefühlt plötzlich. Nicht mehr so wie früher, so kein Ja. Staatsanwalt oder Polizei, sondern ich habe mich positiv beobachtet gefühlt, so. Ja, weil das lauter Aussprechen, das Erzählen meiner Geschichte, darauf sind die Leute besser klargekommen, als dann letztendlich nur meine Akten zu lesen, um meine Geschichte zu erfahren, so, weil der Mensch dazwischen zum Vorschein kam, die Emotion klar wurde, warum, wieso, weshalb das passiert ist. Das erklärt dann halt auch ziemlich vieles, wenn man sich erklärt, wie man handelt und versucht am besten, das fällt den meisten Süchtigen halt schwer, dazu zu formulieren, das Gefühl in Worte zu fassen, was dich begleitet, während der Suchtdruck gerade dich treibt oder du ihm nachgegeben hast und sowas. Wenn man das emotional irgendwie versucht zu beschreiben, dann stößt man auch auf viel mehr Verständnis, weil dein Gegenüber, der nichts mit Drogen zu tun hat oder nichts mit Glücksspielsucht zu tun hat, dich plötzlich Ja. irgendwie, das macht dich greifbar. Das erzeugt Verständnis und an der Stelle
ist die Hilfe auch wesentlich näher, als wenn wenn solche Gespräche nicht stattfinden. Also man sollte einfach wissen, was los ist, ja. Genau. Aber ich bin da auch noch ehrlich, ich habe eine gewisse Ahnung, so, aber ich kann es für mich noch nicht komplett formulieren, so, wo bei mir das Gefühl liegt. Okay. Oder die Hauptmotivation, so. Ja, das ist ja, du scheinst. Also während der Sucht war es natürlich das Gefühl immer Depression, Niedergeschlagenheit. Ich bin so ein Versager, alles Geld wieder verzockt, kein Geld mehr irgendwie mit Freunden auszugehen, dann sowieso kein Bock, weil das war sowieso alles scheiße. Ja. Schule verkackt halt auch, weil ich bin einfach nicht mehr hingegangen. Ja, weil der Kopf auch nicht da ist. Der Kopf funktioniert sowieso nicht, ist immer nur am Automaten. Ja, ich kenne das. Gespräche führen funktioniert irgendwie auch nicht so richtig, weil ich bin auch irgendwie halb abwesend so. Ja, ich kenne das. Halt, ne? Ja. Da bin ich voll bei dir. Ich kenne dieses Gefühl gut. Ja, macht gefühlt auch gar keinen Sinn, dann da weiterzumachen, zuzuhören oder sonstiges. Vom Gefühl her auf jeden Fall. Aber ja, da sind wir wieder an dem Punkt aushalten. Das fühlt sich irgendwann besser an. Man muss nur weiter daran arbeiten und versuchen, positiv zu denken. So bescheuert, wie sich das jetzt anhört. Aber wenn man immer nur diesen Gedanken verfolgt, ach, das ist alles so scheiße. Und irgendwann muss man dieses Ding durchbrechen. Ich kenne das ja auch von mir, wenn ich mich in meinen depressiven Phasen irgendwie die Decke über den Kopf gezogen habe, eigentlich gar keinen sehen wollte, nicht mehr reden wollte. Irgendwann, das hat sich immer so angefühlt, als wenn das irgendwann die Depression ist, diese Nagetierstarre, mich zurückziehen in meine Höhle, so, das war dann irgendwann das Gefühl, wo ich dachte, okay, vielleicht bin ich deswegen so depressiv, weil ich genau das mache jetzt, was ich hier mache. Weil ich mich komplett zurückziehe und alles ablocke und. Genau, und den Gedankenkarussell dreht sich nur im Kreis die ganze Zeit, du findest keine Antwort auf gar nichts, alles ist, und für alles fühlt sich so schwer an und so. Da bin ich hundertprozentig bei dir. Also ich denke so, wenn du das so auch beschreibst, so mit deiner Antriebslosigkeit, Niedergeschlagenheit, Traurigkeit irgendwie. Warst du mal irgendwie in Gespräch führen mit einem Psychologen, ob du irgendwie vielleicht irgendwo eine versteckte Depression, ich weiß ja nicht, was in deinem Leben alles vorgefallen ist. Manchmal sind auch kleine Anlässe ausreichend, um irgendwie schwerwiegend irgendwie mit der Seele oder mit den Emotionen nachher zu kämpfen zu haben. Also ich weiß auf jeden Fall von mir selber, ich habe halt ein grundlegendes Problem, was Emotionen angeht. Ein grundlegendes schon vor der Sucht. Okay. Die zu äußern oder die selber bei mir wahrzunehmen. So Schutzmechanismus mäßig, weißt du, ich glaube, das ist das Problem. Ja. Bei mir, so grob zusammengefasst. Und ich war tatsächlich ganz am Anfang von meiner Lustspielkarriere auch mal beim Therapeuten. Hatte da zwei Sitzungen, das hat auch wirklich gut getan. Allerdings war halt seine Bedingung, dass ich clean werde oder clean bleibe, in dem Fall halt. Okay. Und dass ich vorher nicht starten kann, was ich jetzt im Nachhinein auch komplett nachvollziehen kann, aber für mich war dann halt der Punkt, okay, ja, dann war das auch die letzte Sitzung so. Ja. Also dann, ne, weil es dann halt nicht geschafft hat, in der Zeit clean zu sein oder clean zu werden. Ja, aber das gibt es ja heute auch bestimmt verschiedene Behandlungsmethoden. Mittlerweile wird bestimmt auch mit Rückfällen gearbeitet und so. Das kenne ich halt aus meinen Therapien auch. Damals gab es Therapien, die dann nicht mitgearbeitet haben, aber heutzutage gibt es zum Beispiel auch Therapien für Heroin-Leute, also für Harddrogenabhängige, so, wo man auch auf Methadon auch noch eingestellt sein kann. Also im Grunde auch nicht clean ist, sondern auch immer noch unterm Opiat ist. So, also, und ich denke mal, dass das bei den Glücksspielangeboten, also Therapieangeboten, bestimmt auch ähnlich ist. Also, was weiß ich, du bist in der stationären Therapie und bist dann so gegen Ende in der Außenorientierung und gehst da in deinem Kaff in der Therapie irgendwo in die Bratwurstbude und fütterst da eben Automaten. Dann ist es zwar ein Rückfall, aber wenn du zurückkommst in die Therapie und das deinem Therapeuten sagst, hey, ich wollte mir eine Bratwurst kaufen und konnte nicht widerstehen, habe Wechselgeld da reingekloppt und dann habe ich noch 20 Euro gewechselt und die auch reingekloppt und dann habe ich es gemerkt und jetzt bin ich wieder hier. Dann sollte damit gearbeitet werden und ich glaube, viele Therapien machen das heutzutage ganz normal. Ja, da muss ich dazu sagen, in der stationären Therapie hatte ich auch Einzelgespräche, da wurde es quasi in meiner Biografie aufgearbeitet, was ja schon in eine Psychotherapie-Richtung geht, aber auch nicht so intensiv, weil die da leider auch nicht so viel Zeit hatten für Einzelgespräche.
Hauptsächlich war es halt Gruppentherapie, ne? Und da wurde das aber auch so gehandhabt. Ein Rückfall ist okay, wenn gleich die Karten auf dem Tisch. Aber nach dem zweiten Selber musste man dann aufmachen. leider, ja, Selber selber aufmachen, aufmachen ne? Das ist auch ist mal die Frage, wichtig. wie, ne? Wie man damit umgeht. Ja, genau. Wenn du Der die, wenn, Patient am wenn, wenn man Ende. dich erwischen muss, dann ist das kein offener Umgang. Das ist auch kein Weißt gutes Zeichen, so, ja. Nee, Also dann noch bist kein du guter heimlich Fortschritt, so. rückfällig geworden, Ja. um rückfällig zu werden und nicht Oder vielleicht rückfällig zu bleiben auch, ne? auch zu Vielleicht ist das bleiben, nicht auch. ja. Ja. Weil du halt nicht ganz klar hast, dass du das nicht mehr willst. Aber auch Rückfälle, Leute, lasst euch von Rückfällen, das sage ich jetzt auch zu den Konsumenten von Stoffen und euch, Rückfälle, ich weiß, ich werde oft blöd angeguckt, aber ein Rückfall ist was ganz Normales und es gehört eigentlich fast zwingend dazu zu einer Sucht. Die wenigsten fangen an und werden süchtig und entgiften dann einmal und machen die wieder irgendwas oder spielen die wieder oder trinken die wieder oder was auch immer. Ja. Sondern da gehört 50.000 Mal auf die Fresse fallen, aufstehen und die Rückfälle werden nach und nach immer besser aussehen, wenn man den Willen hat, aus diesem Teufelskreis abzuhauen, den zu durchbrechen. Irgendwann hat man sich so weit durchschaut und erkennt den Rückfall schon, bevor er beginnt, so ungefähr, bevor man losgeht. Die ersten Gedanken, keine Ahnung, irgendwas, ein Geruch, eine Optik, irgendwas triggert dich und den Gedanken bist du schon los, okay, lieber nicht. So, irgendwann, man lernt, das ist den Umgang mit sich selbst lernen. Ganz genau hingucken und dafür muss man diese Wege alle nochmal machen, Und um noch ein paar sich Mal auf zu die Fresse fallen erkennen eigentlich. auch. Ja. Ne? Also ist der Rückfall im Grunde bei einem Süchtigen, also bei Vorprogrammiert. mir waren 10.000 Stück vorprogrammiert. Ich habe 9 Jahre, 10 Jahre, naja, 2012, ja, 9 Jahre, bin ich freiwillig in Entgiftung gegangen und bin direkt am Tag der Entlassung rückfällig geworden. Ganz Ja, normal, so, das ist krass, ja. weil plötzlich außerhalb des geschützten Rahmens musste ich wieder mit mir selbst, mit meinen Emotionen zurechtkommen. In meiner Welt, in meinem Zuhause, mit meinen Ja. Bekannten, mit meinen Telefonnummern, mit meinen Kontakten, die alle nur Drogen waren irgendwie, ne? Ja. Und da musste so eine grundlegende Veränderung her. Und dafür muss man halt genau hingucken, um zu wissen, okay, wer bin ich und wie kann ich anders, also wie kann ich so werden, wie ich das möchte. Weil man hat ja eine Vorstellung immer davon, wer man sein möchte und wie man leben möchte, am besten. Definitiv, ja. Sich Ziele Und setzen und ja. genau. Auch die Motivation wiederfinden, ne? Am Ball bleiben halt und nicht sagen, jetzt schmeiß ich das Handtuch und Das ist das Allerschwerste. leg wieder komplett los, ne? Das Ja. ist das Allerschwerste am Anfang. Diese emotional schwere Zeit direkt nach der Turnphase auszuhalten. Also die ersten Monate, sage ich mal, und unter Umständen, bei mir hat es 4 Jahre gedauert, bis ich mich das erste Mal nüchtern wohlgefühlt habe. Wo ich morgens aufgestanden bin und gedacht habe, Gott sei Dank bist du den Scheiß los, so, und habe mich irgendwie gefreut über den Gedanken, so, ne, weil es war 30 Jahre normal oder 28 Jahre normal, entzügig aufzuwachen, weißt du, affig Ja. aufzuwachen und direkt wieder nach Stoff zu gucken. Dieser Zwang war plötzlich weg, so. Und ja, es hat fast 4 Jahre gedauert. Und die ersten 4 Jahre am liebsten jeden Tag wäre ich rückfällig geworden. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist auch die, man darf die Zeit nicht vergessen, wo man noch konsumiert hat, ne? Ich weiß nicht, was meinst du, 28 Jahre, ne? Ja. Ja. Aber Zeit, Veränderung braucht eine Zeit. Das auf jeden Fall, Das ist genau. einfach so. Da hast du was Wahres gesagt. So. Nichts geht von jetzt auf gleich. Eigentlich Und nicht, ja. das ist das Ding. So, wenn man eine Persönlichkeitsveränderung bei sich selbst haben möchte und hervorrufen möchte, ist das immer ein sehr langer, sehr, sehr anstrengender Weg, der einen mehr als 1.000 Mal irgendwie auch fast verzweifeln lässt, weil man es irgendwie dann auch so lange nicht versteht, bis man sich selbst genau beobachtet hat. Ach so, deswegen. Oh, okay, alles klar. Und dann funktioniert es auch direkt viel besser, so mit diesem Punkt. Aber dann findet man einen neuen und neuen und neuen, die Weiterentwicklung, auch die emotionale Weiterentwicklung hört nie auf. Ich glaube, das kann man ausreizen bis zu dem Tag, wo der Deckel zugemacht wird, so, weißt du? Ja. Wir Menschen sind fähig dazu, in einem ständigen Prozess des Lernens, der Weiterentwicklung zu bleiben, auch bis zum Ende. Bis Definitiv muss keine ja auch. Motivation mehr da ist, aber da ich Ja. halt 30 Jahre fast verpasst habe,
habe ich die nächsten 30 Jahre jetzt noch mal richtig Motivation, mich richtig zu kennen. Ich will das jetzt und das macht dann auch irgendwann Spaß. Also das ist, sage ich euch jetzt noch mal, das Licht am Ende des Tunnels, sobald diese Anfangsphase, dieses ekelhafte, schwere, alles und kein Bock auf gar nichts, alles, das so auch sich wie eine Depression auch anfühlt, sobald man das überwunden hat und anfängt, sich auf sich selbst zu konzentrieren und die ersten Fortschritte macht, irgendwann fängt das, die Weiterentwicklung an, wirklich Spaß zu machen, wo man sich schon drauf freut, so sich beim nächsten Mal wieder an der Stelle selbst zu erwischen, um es dann besser machen zu können. Oder halt festzustellen, okay, scheiße, schon wieder versagt, aber hey, die Punkte werden immer kleiner im Leben, weißt du? Also natürlich kann auch mal was Großes wieder passieren, wo man einen Umgang mit finden muss, aber im Normalfall sind die Kleinigkeiten des Alltags halt auch so zu bewerkstelligen, irgendwie. Wenn man einen Umgang mit sich selbst hat. Ja, die kleinen Krisen halt, ne? Aber ja, die kleinen Krisen, genau. Manchmal halt, ne? Ja. Und vor allem das Ding ist, wenn man keinen Umgang mit seinen Emotionen hat, dann sammelt man eine nach der anderen. Nicht verarbeitete, große, kleine, mittelgroße Emotionen, die dir dann das Leben irgendwann immer unerträglicher machen, weil das wird immer mehr. Von dieser Scheiß hört ja, wie wir gerade festgestellt haben, nicht auf. Das Leben geht weiter, es passieren neue Dinge, wieder Dinge, die einen auch runterziehen. Also Scheiße passiert, definitiv, immer. Nicht konstant und am Stück, aber in jedem Leben kommen Momente, wo man niedergeschlagen, todtraurig oder kurz davor ist, zu sagen, okay, ich will nicht mehr. So, das passiert einfach in jedem Leben und da, an der Stelle war mir dann klar, okay, wenn du das nicht lernst, einen Umgang damit zu finden, wird das nie aufhören. Du wirst immer so unglücklich und unzufrieden sein und bleiben auch. Und das wollte ich für mich nicht und das wollte ich für mein Kind nicht, also musste ich gucken, dass ich da irgendwie rauskomme. Und das ist der Tipp für euch, guckt einfach immer ganz genau hin. Und du auch, Arthur, wenn du hast ja gerade schon gesagt, du weißt noch nicht so genau, was die auslösende Emotion bei dir ist. Das ist deine große Aufgabe, glaube ich, diese zu finden. Ja, definitiv. Am Ball bleiben auf jeden Fall. Ja. Wenn Corona vorbei ist, dann werde ich irgendwann auch wieder Gruppentherapie wahrgenommen. Oder vielleicht auch Einzeltherapie. Das ist auch immer die Frage, ne? Was sowohl als auch. Gespräche in der Gruppe sind oft gut auch. Vor allem, wenn man dann intensive Einzelgespräche geführt hat, mit einem, am besten mit einem fähigen Therapeuten und ein Gefühl für sich selbst bekommen hat, agiert man dann auch ganz anders in der Gruppe, wenn man vorher schon sich selbst auch reflektiert hat. Also ich finde beides in Kombination eigentlich immer ziemlich gut. Ich habe das gehasst früher, egal Einzelgespräch oder Gruppengespräch. Gruppengespräche haben mich gelangweilt, habe ich immer versucht abzuschalten und irgendwo mit dem Kopf weiße, bis ich dann dran was geht's? So, und Einzelgespräche, den musst du halt ein bisschen mehr folgen, da kannst du nicht so abschalten. Aber ich habe beides gehasst, trotzdem muss ich im Nachhinein sagen, dass die Gespräche doch auch die entscheidenden Dinge waren. Gerade die Einzelgespräche mit, ich habe da, wie gesagt, einen sehr guten Therapeuten gehabt, den Chef vom Haus, den Josef, der mich da immer richtig zerpflückt hat auch. Aber ja, ich habe Dinge gelernt auf jeden Fall über mich. Man muss dann einfach nur richtig zuhören und sich vor allem auch darauf einlassen, wenn man sein Problem als Problem erkannt hat, also deine Spielsucht, bei mir die normale Sucht, die Drogensucht, wenn man das für sich klar hat, dass das ist das Problem, dann sollte man, wenn man dann eine Behandlung bekommt, was eine Therapie ja nun mal ist, sich wirklich dann so weit darauf einlassen, dass man auch zuhört und wirklich ernsthaft versucht zu verstehen. Ich habe das leider damals so nicht wirklich gemacht. Ja, ich habe schon zugehört und ich habe auch einiges mitgenommen, aber ich habe mich damals noch nicht wirklich auf Therapie eingelassen, weil ich auch immer noch dachte, irgendwie vielleicht braucht das eher nicht so, ich kriege das besser alleine hin. Hat aber alleine nicht geklappt. Nee, alleine funktioniert es, glaube ich, fast nie. Ne? Nein. Also selten, also ganz, ganz selten. Ja. Nein. Also vielleicht das Clean werden, aber der emotionale Umgang damit ist immer die Auseinandersetzung mit anderen Menschen, mit anderen emotionalen Wesen, mit der ihren Emotionen auch und ganz genau hingucken. Und Emotionen der anderen sind sowieso immer ein ganz schweres Thema, gerade für Süchtige. Also für mich auch immer den anderen nicht auf die Füße zu treten oder sonstiges. So, das ist immer für mich so,
ein großes Spiel, also so ein Wagnis auch oft, so, weil ich an vielen Stellen immer noch unsicher bin auch, ne? Ob ich das jetzt richtig mache, das Gefühl des anderen auch, ne? Also nicht auf die Füße treten, so in dem Sinne, meinst du? Ja, zum Beispiel. Ja. Also passiert mir halt immer wieder mal, dass ich rede und nicht so nachgedacht habe vorher. Also so im Alltag halt, im so, Alltag, oder? Genau, fehlformuliert oder sonstiges. So, und ja, da muss man auch ein Gefühl für kriegen. Also um auch die anderen zu fühlen, so. Wenn man bei sich selbst dann auch erste Erfahrungen gemacht hat, du jetzt, wenn du deinen Punkt findest, dann ist das eine Emotion, die du dann betiteln kannst. Und dann solltest du über dieses Gefühl und den Umgang damit, wie man damit umgehen kann, mit diesem Gefühl, mit jemandem sprechen, der dir dazu was sagen kann. Entweder aus eigener Erfahrung, weil sie vielleicht 30 Jahre älter sind als du und das schon alles auch erlebt haben, so oder so anders, aber das Gefühl doch dann das Gleiche ist oder wie auch immer. Ne? Man muss in den Dialog gehen, sich damit auseinandersetzen. Ohne Auseinandersetzung wird es keine Veränderung geben. Ja. Ist leider so. Wahre Worte, das ist aber wirklich so, ja. Mit anderen auseinandersetzen, damit man sich mit sich selber auch auseinandersetzt irgendwie, ne? Genau. Das ist das, was mich auch clean hält, immer noch. Die regelmäßige Auseinandersetzung mit mir selbst, wie zum Beispiel hier mit diesem Format, oder wenn ich an Schulen, jetzt im letzten Jahr nicht, aber wir haben jetzt Online-Seminare eingerichtet für Schulen, für FSJler, selbst für die Polizei, wo es eigentlich auch immer nur um das Thema Sucht, Prävention, Kriminalität und Prävention geht, aber halt hauptsächlich um den Umgang mit negativen Emotionen. So, da habe ich diese konstante und ständige Auseinandersetzung. Oder die 4 Jahre, die ich jetzt mit Schore Steinpapier auf der Bühne unterwegs war. Das ist immer meine Geschichte. Immer muss ich mich damit auseinandersetzen. Also ich habe damals gesagt, oder ich sage es auch heute noch so, ich muss mich nicht damit auseinandersetzen. Ich darf mich damit auseinandersetzen. Heute in einem anderen Kontext wie noch vor 8 Jahren. Vor 8 Jahren hat mich diese Geschichte belastet. Seitdem ich meinen Umgang damit gefunden habe und darüber spreche und, ja, wie gesagt, einen Umgang damit gefunden habe, hat sich die gleiche Geschichte zu etwas Positivem entwickelt. Die Geschichte, die vorher alles kaputt gemacht hat in meinem Leben, macht jetzt plötzlich alles möglich. Nur durch den anderen Umgang damit. Ja. Verrückt also, manchmal, ne? Es ist total verrückt, aber es funktioniert. Man kann sich und sein Leben verändern. Man kann es wirklich dirigieren. Es gibt bestimmt Ausnahmen, wo die äußeren Einflüsse so sind, dass man da an seinem Leben gar nichts mehr machen kann. Aber hier, glaube ich, in Deutschland oder in unserer Welt, in der europäischen Welt, muss es doch irgendwie oder überhaupt in der Welt, sollte es doch irgendwie eine Möglichkeit geben, sich so weit zu entfalten und frei zu entfalten und zu entwickeln, dass man glücklich damit ist. So, und das hat man selbst in der Hand. Ja. Man kann glücklich sein, trainieren. Das habe ich auch immer gedacht, das ist immer der Vorteil, ne? Ich habe zwar die Krankheit Sucht, aber ich habe es in der Hand so selber. Genau. Weiß ich nicht. Wenn ich jetzt Krebs habe, habe ich es eher weniger in der Hand. So, ne? Genau. Das ist halt nur, ja. Das hast du auch schon gesehen. Also es ist zwar schon eine harte Erkrankung, Sucht, aber man kann sie handeln. Das ist nichts Organisches, wo dein Körper sagt, okay, Ende Gelände, so, da kannst du halt nichts machen. Das ist etwas, was wir lernen können, den Umgang damit zu finden. Das ist auch das Schlusswort in meinem Buch. Sucht ist eine Lebensdiagnose. Das Einzige, was wir machen können, ist, einen Umgang damit zu finden. Punkt. Ja. Mehr gibt es nicht. Das stimmt. Mehr gibt es auch nicht zu sagen. Das stimmt. Das ist einfach so. Wie geht es denn jetzt bei dir weiter, wenn du jetzt 4 Monate clean bist? Ja, auf jeden Fall weiter clean bleiben, ne? Man muss dazu sagen, für die, die es vielleicht nicht wissen, aktuell haben die Spielcasinos und so auch alle zu. Nicht Corona, aber online ist natürlich nach wie vor möglich. Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen besorgt auch darauf, logischerweise, wie das dann läuft und dass der offen hat. Mhm. Möchte aber auch auf jeden Fall, zumindest auf jeden Fall die Gruppentherapie weiterführen. Wenn es alles wieder auch, also wenn die Gruppentherapien wieder physisch stattfinden können. Ja. Gibt es das auch online? Kann man das also online irgendwas machen? So Online-Seminare oder so? Treffen?
Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also seitdem ich jetzt wieder, also natürlich als ich jetzt letztes Jahr im Sommer, Frühjahr bis Sommer auch wieder unterwegs war und mit Zocken, habe ich die Therapie wieder nicht wahrgenommen, habe mich da auch nicht gemeldet. Habe es dann von alleine jetzt geschafft, 4 Monate lang, habe mich da aber auch bisher nicht wieder gemeldet. Ich wusste aber noch vom Frühjahr 2020, dass Einzelgespräche noch stattfinden. Am Telefon halt. Aber ja. Dann halt auch wieder so ein Punkt, ne, muss ich dann halt wieder hinschreiben oder anrufen und sagen, ey, ich war wieder unterwegs, aber ja, war jetzt vielleicht so und so lange wieder clean. Ist auch immer nicht das beste Gefühl so, aber naja. Nee, aber so, ne? ehrlicher Umgang damit ist das Allerbeste. Dann ja, ja, gehst du auch nicht Gefahr, dass dann irgendwie was rauskommt und dir das dann wieder alles versaut. So wissen die das vorher, wenn die drauf abnicken, dass du da wieder hingehen kannst, dann ist das doch perfekt. So. Ich denke auch, ja. Und wenn nicht, findest du bestimmt ein anderes Hilfsangebot, die dann vielleicht mit auch sowas arbeiten. Aber hey, das ist für die meisten Therapeuten doch, wie wir eben schon hatten, auch eine ganz normale Nummer. Süchtige werden rückfällig, Punkt. Und das machen die auch nicht, um ja, die Therapeuten zu ärgern, sondern weil es verdammt nochmal halt einfach eine Krankheit ist, eine Sucht ist. Und man das, selbst wenn man gerne schon aufhören möchte, ganz oft halt nicht steuern kann. Nicht so richtig, auf jeden Fall. Und die Rückschritte gehören dazu. Ich denke auch. Und ich denke oder hoffe auch, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass ich daraus auch schon was ziehen konnte, auch aus den Rückfällen. So. Ja. Für mich selber. Ja. Ja, finde ich nice, dass du dich gemeldet hast und so offen auch über dein, ich sag jetzt einfach mal, auch Problem gesprochen hast. So finde ich richtig gut. Ja. Du warst tatsächlich jetzt der Erste mit Glücksspiel. Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, Arthur, dass du weiter durchziehst. Ich würde jetzt sagen, ich drücke dir auch den Daumen, dass Corona durchhält, damit die scheiß Läden zubleiben und du zocken kannst. Aber nee, das wünschen wir uns alle nicht. Nee, nee, das wünsche ich mir trotzdem auch nicht. Nee. Wir wünschen dir dann lieber einen besseren Umgang, einen neuen Umgang mit deinem Problem und einfach dranbleiben. Und wie gesagt, selbst wenn du mal wieder auf die Schnauze fällst, das ist kein Weltuntergang. Einfach aufstehen, Krone richten, weißt du Bescheid und einfach weitergehen. So, ja, und ja, das einfach auch ehrlich hinnehmen, vor sich selbst und vor den anderen. Okay, das ist passiert, habe ich Scheiße gebaut, ist dumm gelaufen, aber hey, ich habe es Gott sei Dank relativ schnell gemerkt und jetzt bin ich hier und ich erzähle es euch. Einfach, das schützt dich dann auch selbst wieder. Hast du ja schon gemerkt, der offene Umgang damit, der baut irgendwie so einen Schutzwall um einen herum auf. Weil man sich positiv von den Leuten beobachtet fühlt, denen man es ja selbst auch gesagt hat. So, jetzt wissen sie es. Ja. Ne? Das ist das Ding, das hat mir auch sehr gut geholfen. Auch ein guter Tipp für euch da draußen, habt ihr eine Sucht und wollt eure Partner und dies und das nicht mehr hintergehen für eure Sucht und sonstiges, dann macht es einfach auf, erklärt ihnen alles. Ich habe damals erklärt, wie ich aussehe, wenn ich geturnt habe, wie meine Augen aussehen, wie meine Stimme sich anhört und so weiter und so fort. Ich habe mich in allen Details beschrieben, bis dann klar war, okay, das Bild kennen wir super, das kennen wir von dir. Ach, okay, das sind gar keine Bauchschmerzen oder Migräne oder dies oder das. Du hast geturnt immer. Okay, und dann war klar, wenn ich so aussehe, dann habe ich Scheiße gebaut. So, und dann gibt es auch nichts mehr zu reden. Und ja, an der Stelle habe ich mich selbst dazu gezwungen, ja, clean zu bleiben. Durch positiven Druck, positives beobachtet werden. Fand ich gut, hilft mir heute noch. Ja. So, Arthur, ich würde gerne noch ein Telefonat führen, bevor 22 Uhr ist. Wir haben ziemlich lange telefoniert. Hat mich sehr gefreut, auch super, wie offen du damit umgehst. Ja. Vielen lieben Dank für deine offene, ehrliche Art. Darf ich ganz kurz noch Grüße rauslassen? Hau raus. Ich grüße einmal Kripsi und einmal den Martin. Kripsi und Martin. Kripsi und Martin, ja. Super nice, ich grüße euch auch, ihr beiden. Passt gut auf euch auf, Jungs. Und lasst die Finger von den Spielautomaten, mein Bester. Von der ganzen Scheiße am besten. Bis dahin, Arthur. Mach's gut. Ciao. Bis dann. Ciao.